Ja, hallo, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr reinschaut zum nächsten Video auf diesem Kanal. Nach längerer Zeit ein bisschen wieder mehr Content jetzt auf diesem Kanal. Ja, ich habe ja ein paar Tage Pause gehabt. Musste auch mal sein, auf jeden Fall, mal ein bisschen runterkommen. Aber wie ihr im letzten Video bestimmt gesehen habt, wisst ihr, wo ich diese Tage unter anderem verbracht habe, denn bei Tobi war ich unter anderem unterwegs und haben da ein bisschen was auch gewerkelt. Ihr habt eine neue Bastelecke gesehen und wir haben gemeinsam am Kit gewerkelt und allgemein auch ein bisschen mehr Zeit wieder miteinander verbracht. Das war auch sehr wichtig. Und ja, das war ein Teil meines Urlaubs und ein zweiter Teil war, dass ich mir dann noch ein bisschen was erkältungsmäßig eingefangen habe und ein bisschen rumlag. War auch ganz toll, aber naja, so ist es halt. Kann man nicht ändern. Jetzt geht es einigermaßen wieder, aber ein bisschen dicht ist es noch, aber es geht trotz alledem. Und ja, jetzt wollen wir ein bisschen den Content wieder aufholen. Es ist einiges gekommen und wir machen den Start mit dem Graf Zeppelin Flugzeugträger oder der Graf Zeppelin natürlich. Ausgabe 4 bis 7, gleich 4 Stück an Ausgaben liegen bei mir, die wir jetzt verbauen wollen. Und zwar bekommen wir diverse Tragstreben für unser Deck, was wir letztens begonnen haben. Das war dieses hier, da kommen diverse Streben drauf. Und wir bekommen diverse Rumpfteile, um unseren Rumpf zu erweitern. Bis jetzt haben wir gerade mal dieses Stückchen hier. Und da wollen wir ein bisschen was ranbauen. Ein Kielstück und insgesamt ja, 4 weitere Rumpfteile oder Seitenteile kommen mit ran. Also viel entwickelt sich da. Wenn ihr da schon was seht, was anders ist als vielleicht bei euch, dann seht ihr richtig. Ich habe vorgearbeitet, tarnlackierungsmäßig und die Bullaugen ein bisschen geschwärzt. Ihr seht gleich die Ergebnisse. Was ich letztes Mal gar nicht zeigen konnte oder bei der ersten Ausgabe, war dieses Schild für die Abonnenten gibt es mit. Das habe ich gar nicht bekommen, aber jetzt habe ich es nachgeliefert bekommen. Dieses schicke Schild ist mit dabei und jetzt in der zweiten Lieferung gab es diese schicke Schraubbox, wo man seine Schrauben dann mit einlagern kann. Ob ich das nutze, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich eher weniger, weil die Schrauben gehen meistens bei mir direkt in den Müll, wenn ich sie direkt schon verbaut habe. Weil so viele Modelle, umso mehr Schrauben, da steigst du irgendwann gar nicht mehr richtig durch. Ja, da das Projekt ja noch sehr, sehr frisch ist, wenn ihr auch starten möchtet und die Graf Zeppelin bauen möchtet, entweder hier, aschett.de, Graf Zeppelin, da findet ihr sie online, können sie online bestellen oder bei eurem Zeitschriftenhändler, da das Projekt ja noch sehr frisch ist, könnt ihr euch die Ausgaben bestimmt da auch noch ordern oder eben bei Aschett auch im Online-Shop geht es genauso, da könnt ihr sie euch noch organisieren. Ja, dann legen wir los, oder? 4 Ausgaben wollen wir heute verbauen, Ausgabe 4 bis 7 von unserem Flugzeugträger Graf Zeppelin. Viel Spaß, auf geht's! Meine Lieben, legen wir los mit der Ausgabe 4 für unseren Graf Zeppelin. Da legen wir los. Und zwar gibt es das an Bauteilen. 2 Rumpfteile, einmal ein großes Kielstück, ein Seitenteil und dann diverse Tragstreben für das Deck. Genau, linkes vordere, linkes hintere und ein vordere und vordere Tragstreben. Die wollen wir verbauen. Genau dazu AM, BM und CM Schrauben. Dazu auch ein Imbusschlüssel, weil wir haben hier BM und CM Schrauben, das sind 6-Kant-Schrauben. Deswegen, ja, genau diese Imbusschlüssel. So, ihr seht schon was, habe ich gerade schon gesagt, ihr seht dieses Rumpfteil auch verarbeitet. Genau, ihr seht, ich habe ja im letzten Video gesagt, ich möchte gerne an dem ja blanken Rumpf, wie man ja hier auch sehen kann, Tarnlackierung anbringen, angelehnt an das World of Warships Design. Ich habe die Teile in der Zwischenzeit vorab lackiert. Bestmöglich, es ist nicht hundertprozentig, aber für mich in Ordnung. Vielleicht mache ich hier und da noch ein paar kleine Anpassungen, also ein bisschen Feinschliff, aber grundsätzlich sitzt das. Und ihr seht auch hier, seht ihr schon genau dieses
Stück, was ich lackiert habe. Und die Bullaugen habe ich einmal geschwärzt, damit die auch ein bisschen Tiefe gewinnen können. Also das bekommt ihr nicht in der Ausgabe selber so, sondern das ist jetzt letzten Endes das, was mein Modell ein bisschen abhebt von den anderen. Ja, wir sollen uns erstmal das Deck nehmen von der Ausgabe 2. Das ist hier. Und da sollen wir auf der linken Seite, auf der Backboard-Seite, ein paar Tragstreben einsetzen. Wir haben hier zwei kleine und eine große. Hier haben wir eins, die hat einen großen Unterbau mit einem kleinen Pin dran. Das geht hier hin. Soll nicht, laut Anleitung, nicht festgeklebt, oder vorerst nicht festgeklebt, sondern erstmal nur hineingedrückt werden. Mehr noch nicht. So einmal. Und das andere Stück kommt hier vorne drin. Geht auch nur in einer Position, weil der Sockel, nenne ich es mal, abgeschrägt ist. So. Und dann kommt das große Element. Das kommt hier vorne rein. Da müssen wir nur darauf achten, dass eine Seite nach hinten zeigt. Ja. Hier sehen wir ja, hier haben wir zwei, die noch ein bisschen abgehen. Hier zwei Streben. Jetzt wissen, wie die hinkommen. Das ist schwer zu sehen in dem Bild tatsächlich. Ah, da sieht man es. Okay, die müssen nach vorne zeigen. Also so rum setzen wir die auch hier in die drei Löcher rein, dass diese kleinen Zapfen quasi nach vorne zeigen. Aber einmal hier, dann hier. Okay, jetzt habe ich auch gerade gesehen, das mittlere, die mittlere Basis, nenne ich es mal, hat auch eine abgeschrägte Seite. Also passt es auch hier nur in diese Seite hinein. Okay, das haben wir. Und können das dann auch schon zur Seite legen, weil das ist alles für diese Elemente gewesen. Und dann kommt der Rumpf daher. Ihr seht auch hier, am vorderen Bugstück habe ich die Bullaugen geschwärzt. Und jetzt geht es daran, dass wir erst einmal das Kielstück ansetzen sollen. Das ist jenes hier. Ein großes Kielstück, das stülpen wir hier einmal ran. Gucken, ob das passt. Sollte aber. Ich habe es jetzt schon diverse Male mit, allein wegen der korrekten Lackierung, ansetzen müssen. So, passt das. Und dann wird es hier mittendrin, da im Dunkeln, nicht zu sehen, mit einer CM-Schraube dann festgesetzt. Achso, das hat auch einen normalen Schraubkopf. Okay, habe ich gerade Käse erzählt, dass beide Schrauben sechskant sind. Nee, nur die BM. Gucken wir mal, dass wir das festziehen können. Ja, das sitzt, schließt bündig ab. So soll es sein. Okay, haben wir. Dann geht es weiter mit dem zweiten Rumpfstück. Das kommt hier jetzt ran. Wir haben hier einmal einen Pin und ein Schraubloch. Der Pin geht in dieses untere Loch. Und hier auch, beziehungsweise hier haben wir noch zwei Elemente hier zum Ansetzen, Schraubpunkte. So kommt das Ganze ran und wird dann unten mit zwei AM-Schrauben fixiert. Dann nehme ich mal Öl dazu, weil das sind ziemlich dicke Schrauben, die wir aber versenken müssen. Ich glaube, der kann Öl nicht schaden. Einmal. Und mit Schwung schön fest, damit das schön bündig ist hier alles. Ja, perfekt. Okay. Und dann hier oben nochmal, da kommt jetzt eine BM-Schraube. Das ist dann die Sechskantschraube. Wobei, da sehe ich schon ein vorgefertigtes Gewinde. Das heißt, hier kann ich noch durchgehen. Das ist noch ganz praktisch. Auf der anderen Seite gleich nicht mehr. So. Gucken, dass wir noch ein bisschen fester ziehen können, das Ganze. Damit sieht das alles schön. Anlehnt. So, damit sitzt das dran. Sehr schön. Und so ist das Ergebnis für die Ausgabe 4. Und dann würde ich sagen, geht es direkt mit der Ausgabe 5 weiter. Und es kommen weitere Rumpfteile dazu. So, weiter geht's mit der Ausgabe 5. Und da bekommen wir noch ein Rumpfteil, wie gerade eben auch. Weitere Tragstreben, einmal eine mittlere und einmal ein neues Element. Das nennt sich 5B, rechter Schrägaufzug.
die wollen wir alle mit auf das Deck mit ansetzen. Dann machen wir das doch. Und zwar kommen auch wieder hier zunächst, erstmal so das mittlere Stück, das ist einfach nur so ein kleiner Plastikstab. Der soll hier in die Mitte eingesetzt werden. Der soll aber verklebt werden. Die andere noch nicht. Deswegen mache ich so einen Hauch Sekundenkleber hier einmal ran. Und setze den komplett rein. Ich denke mal, ja, das ist auch am Ende abgeschlossen. Das heißt, es geht auch nur bis zum Ende. Machen wir das auch. So. Setzt der mit drin. Und die anderen Tragstreben werden dann wieder eingesetzt, nicht festgeklebt. Dann wieder hier die kleinere. Kleineres Stück hier, das sitzt gut, und hier das größere Stück, das müssen wir wieder ein bisschen mit Schwung. Na komm. Schwung, nicht, dass hier was wegbricht, das wäre blöd. Aber da merke ich, dass es nicht 100%ig war. Okay, das war doof. Ich muss aufpassen, dass ich hier nichts wegbreche. Ah, jetzt. So, jetzt haben wir es. Sitzt auch alles mit dran. Gut, wunderbar. Und dann kommt der Schrägaufzug, der soll auch nur angesetzt werden, und zwar der rechte, sprich hier hat 4 Zapfen, hier sind 4 Löcher, da geht der einmal rein und soll auch nur eingedrückt werden. So, und mehr passiert hier auch noch nicht. Okay, haben wir, können wir auch zur Seite legen, und dann kommt das nächste Rumpfstück, was ich genauso lackiert habe wie das andere. Das sieht tatsächlich sehr identisch aus, ist es auch in dem Fall. Das habe ich identisch lackiert. Ansonsten werden die Seiten nicht identisch sein, das werdet ihr gleich schon so ein bisschen sehen. Ja, und auch hier wird das Ganze eingehebelt, das Rumpfstück. So, und dann wird unten wieder mit 2 AM-Schrauben fixiert und an der Seite dann wieder mit einer BM6-Kantschraube. Aber erstmal die dicken hier. Mal. So, sitzt auch, bündiger Abschluss, und dann wird oben noch mal verschraubt mit der BM6-Kantschraube. Jetzt kann ich aber nicht mehr von der anderen Seite kommen, das heißt, ich muss hier zwangsläufig so ein bisschen gucken, dass ich die Schraube setze. Ja, das ist natürlich doof. Ja. Da muss ich natürlich gucken. Dass wir die Schraube erstmal richtig reinsetzen können. Und dann schon mal die ersten Drehungen. Sie machen, dass sie zumindest schon mal sitzt, die Schraube. Das kann sich nur noch um Stunden handeln hier. Weil hier haben wir leider überhaupt keinen Platz mehr so richtig. Die Schraube sitzt auf jeden Fall, die hat gegriffen. Dauert jetzt nur seine Zeit. Weil wir eben wenig Platz haben und erstmal den Schlüssel immer wieder richtig setzen müssen. Bis das Ganze ist. Es gibt natürlich auch Werkzeug dafür, das weiß ich. Habe ich auch so ein Werkzeug für Inbusschlüssel. Wo man dann mehrere verschiedene Schlüssel in einem hat. Das ist richtig. Bringt bei der
Seite, aber trotzdem nichts hier. Also so, wir gehen zum Ende. Wird schon strammer. Kann noch so ein bisschen nachziehen. Na komm. So. Haben wir auch dran. Wunderbar. Ja, damit haben wir auf beiden Seiten das Ganze soweit fertig. Das war die Ausgabe 5. Weiter geht's mit der 6. So, weiter geht's mit der Nummer 6 und da wird's farblich nochmal ganz anders, wie ihr sehen könnt. Ein neues Rumpfteil kommt dazu, was dem Ganzen jetzt ganz viel Farbe bringt. Ihr seht schon, oder auch ganz anderen Stil bringt. Hier seht ihr die zweite Hälfte von diesem Dreieck, was ich lackiert habe und einen großen weißen Bereich, beziehungsweise hier unten noch schon mal ein bisschen schwarz und hier noch so ein spitz zulaufendes Schwarz und die lackierten, beziehungsweise schon tiefer gelegten Bullaugen, die sind nicht gebohrt. Ne, hier ist noch alles normal, nur halt angedeutet. Ja, das ist meine Lackierung. Ihr seht gleich, wie das Ganze aussehen wird. Und noch ein weiterer Schrägaufzug. Der soll eben nun mal eben eingesetzt werden. Das können wir noch mal eben tun. Jetzt auf der linken Seite. Ist auch kein Thema. Zack. So. Sitzt auch mit dran. Kein Problem. Und dann kommt jetzt dieses Rumpfteil mit dran. Das ist ein linkes Stück. Das heißt, hier geht es weiter auf der Backbordseite. Fügt sich hier auch wunderbar an. Klack. Und dann seht ihr schon das Ergebnis, wie jetzt meine Lackierung aussehen wird. Es ist nicht hundertprozentig. Es ist self-made. Aber das ist jetzt nicht so ein Drama. So, zwei CM-Schrauben fixieren das Rumpfteil dann wieder am Kielstück. Das sind normale Schrauben. Rüdel, rüdel, rüdel. Kleinen Hauch Öl dazu. Sollte klappen, aber wir machen einfach mal. Und auch schön fest, damit schön wenig Spalten sich ergeben. Hier war sie, ne? Ja. Nehmen wir doch die. Die CM-Schrauben, genau, sollen hier unten rein. Nichts dabei. So, schon mal bündiger Abschluss, sehr gut. Und jetzt hier an den Seiten noch jeweils mit einer BM6-Kantschraube. Das geht jetzt wieder ein Ticken einfacher, weil die andere Seite noch fehlt. Noch fehlt. Können wir hier so, hier können wir noch mal eben durch. Das ist ganz praktisch beim ersten Stück. Aber auch nicht immer, merke ich gerade. Muss ein bisschen treffen hier. Die sind ein bisschen widerspenstig oder ich habe noch eine zittrige Hand. Noch ein bisschen was drehen. Ja, das war fest, auf jeden Fall. Und unten probieren wir auch noch mal das Ganze reinzukriegen. Hier so durch? Nein, leider nicht. Dann setze ich die mal so an und versuche hier mal so durchzuschrauben. So, bisschen Gefriemel. Ich habe tatsächlich ein bisschen das Problem, den Schlüssel da reinzukriegen in die Schraube, weil er auch sehr, sehr kurz ist halt. Ich rutsche den auch gerne mal wieder raus. So, ist aber alles bündig und fest. So soll es sein. Und hier seht ihr nochmal das Ergebnis des Rumpfstücks. Cool, oder? Ich finde es cool, auf jeden Fall.
Ja, das war die 6 und mit der 7 kommt nochmal fast das gleiche. So, und auch in der letzten Ausgabe 7 für heute gibt es ein Rumpfteil, was ich auch hier, wie ihr sehen könnt, anders lackiert habe. Ihr seht schon, ein bisschen anders sieht es aus, aber so ist es das Ergebnis geworden. Und wir bekommen hier noch neue Teile, und zwar ist das das Backbord-Ankerspül wird aus 4 Bauteilen zusammengefügt. Und damit sollen wir loslegen. Die Spülwelle 7C sollen wir nehmen, das ist jene. Und Teil 7D, das Unterteil der Spültrommel. Das soll zusammengedrückt werden. Und dann gucken, welche Seite. Ne, die wird es nicht sein. Die hier. Und die teilreiche Seite kommt nach unten. So. Jetzt ist natürlich cool. Achten Sie auf deren Ausrichtung. Natürlich cool, wenn das jetzt anders aussieht auf dem Bild wie im Bild davor. Das ist natürlich mega geil. Ja, gut, das habe ich schon falsch drauf gesetzt, weil die Anleitung es falsch sagt. Liebe Freunde von Hachette, hier soll doch diese geriffelte Seite nach unten zeigen, offensichtlich. Und dann ist sie auf der einen am anderen Bild wieder oben. Super Sache. Ja, kriegt die mal jetzt wieder auseinander. Sehr geil. Wenn man sich mal auf die Anleitung verlässt, Böhms, hast du den Salat. Ich mache das mal eben kurz wieder frei, es geht gleich weiter. So, einmal korrigiert das Ganze. Jetzt sitzt das Ganze wieder richtig. Dann kommt als nächstes das obere Teil wahrscheinlich mit ran. Und soll aber mit Sekundenkleber besetzt werden. Okay, machen wir. Das ist jenes hier. Das kommt hier ein bisschen Sekundenkleber rein in die Vertiefung. So, und dann kommt das zusammen. Damit das Ganze so aussieht. Und oben drauf kommt dann der Spülkopf. Das ist jener, soll auch mit Kleber fixiert werden. Ein bisschen abüschen. So. An den Kopf sagen wir dran und können den dann so drüber setzen. Gerade ist er. Ne? So sieht das Ganze dann aus. Können wir zur Seite legen und trocknen lassen. Und währenddessen geht es wieder an den Rumpf, wo wir das zweite Rumpfteil anschrauben wollen. Genau wie gerade eben. Und zwar jetzt auf der rechten, auf der Steuerbordseite. Hebeln wir auch das Stück mit rein. Können dann erstmal mit 2 cm Schrauben das Ganze wieder am Kielstück fixieren. Und während ich das tue, kann ich noch mal eben kurz ein bisschen was zur Tarnlackierung sagen. Wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt im Vorfeld schon gemacht. Das Gute an dieser Tarnlackierung ist, dadurch, dass es kein Original gibt, ist es mehr oder weniger freie Schnauze. Das heißt, wenn ich jetzt mich an Bildern orientiert habe und die nicht hundertprozentig sitzt, die Tarnlackierung, ist es gar kein Drama, weil es kann nicht falsch sein. Deswegen alles gar kein Problem. In diesem Fall. So. Und ich habe mich, wie gesagt, an den Bildern von World of Warships orientiert. In der Hoffnung, dass das am Ende ganz gut ankommt und ganz gut aussieht. Aber ich denke schon, ich habe hier einen Vorteil bei der Backbordseite habe ich einen kleinen Vorteil, da hier die ich mir quasi als Muster die Längsansicht des Modells aus der ersten Ausgabe aus dem Begleitheft nehmen kann. Da kann ich quasi schon das ein bisschen vorab anzeichnen, damit ich weiß, aha, so sollen die Linien und alles. Aber der Rest auf der anderen Seite ist dann ein bisschen schwieriger. Da muss man tatsächlich ein bisschen freie Schnauze machen, wo man denkt, ja, so könnte das gut aussehen. Ich habe von einigen schon gehört, ja, mach das doch erst am Ende, wenn du den ganzen Rumpf hast. Aber wir bauen ja den Rumpf mit dem Modell mit. Das heißt, der Rumpf wird erst zum Ende fertig sein des Modells, logischerweise. Und es wird ja nicht so bleiben, der Rumpf. Der wird ja noch bestimmt diverse Details bekommen.
Und inwiefern die Aufbauten dann einiges oder Details am Rumpf, die Boote und was auch immer alles, Relings, das Ganze dann schwieriger machen zu lackieren. Hat mir gesagt, sobald ich ein Rumpfteil bekomme, wird das lackiert. Und wenn neue Teile rankommen, die kann ich dann ja auch separat lackieren. Das ist ja kein Thema. Und ich mache mir jetzt ehrlich gesagt keine Sorgen wegen irgendwelchen Farbunterschieden. Ich nehme dieselbe Farbe. Und es ist kein Raucherhaushalt hier, dass die Farben irgendwie verblassen oder so, vergilben oder so. Und deswegen bin ich da optimistisch. Und ich habe auch schon gehört, macht das doch anders oder schleift doch erstmal die Farbe ab von dem Ganzen. Aber da bin ich ein bisschen vielleicht unprofessioneller, mag sein. Aber das Ergebnis gefällt mir trotzdem. Das ist die Hauptsache. So, und ein Schräubchen fehlt noch. Ist echt schwierig zu sehen und zu zeigen. Jetzt geht komplett ins Innere hier. Die Schraube zu sehen, richtig zu setzen und dann anzuschrauben. Weil da ist wirklich kaum Platz hier im ganzen Gewusel. Man sieht es wahrscheinlich gerade gar nichts. Nö. Weil es so versteckt ist. Und leider einem der Imbusschlüssel gerne mal wieder wegfliegt, wenn er nicht hundertprozentig in der Schraube sitzt. Das gibt's ja gar nicht hier. So kann man das Video auch gut in die Länge ziehen. Aber vielleicht kommt in dieser Zeit so ein bisschen mal so ein kleiner Schnitt rein. Das kann sein. Habe ich nicht noch einen anderen hier rumfliegen? Hier ist nur einer. Na gut, der würde auch passen, aber der ist tatsächlich zu breit. Okay. Ja, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um. Keine Ahnung wie lange. Da waren wir eine erfolgreiche Umdrehung drin. Den Schlüssel mal da richtig reinzusetzen in die Schraube. Das ist schon die größte Kunst hier irgendwie gerade. Mir stellt mich gerade ein bisschen dämlich an. Das ist ja nicht die erste Imbusschraube, die ich gesetzt habe. So, aber jetzt sind wir am Ziel. Weiter geht nicht. So, und damit haben wir auch dieses Rumpfteil mit dran. So sieht das Ganze aus. Ich finde, das kann sich sehen lassen, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt nochmal provisorisch unser Deck nehmen, was wir hier haben, können wir das bestimmt mal draufsetzen. Ah, guck mal. Das sieht doch schon nach was aus, oder? Klack, 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 klack. Schön. Das sieht doch nach was aus, oder? Also ich finde, das sieht richtig cool aus. Und ihr seht schon, da hat sich einiges getan in dieser Ausgabe. Hier eine Spieltrommel. Und der Rumpf hat sich, wie ihr sehen könnt, deutlich zum Positiven entwickelt. Mal vorsichtig hier abstützen. Ne, geht schlecht wegen dem wegen den Tragstreben hier. Dann halte ich so in der Luft. Aber das ist das Ergebnis für diese Folgen. Ja, die Ausgaben 4 bis 7 sind soweit abgeschlossen. Wir haben viel getan. Wir haben unser Deck mit diversen Tragstreben ausgestattet, was ihr hier schon sehen könnt. So sieht das Ganze mittlerweile aus. Und ihr seht, der Rumpf hat sich gut entwickelt. Wie ihr sehen könnt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 neue Rumpfplatten. Einmal ein Kielstück und dann jeweils zwei Seitenteile mit angesetzt auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und ihr seht, das Tarnmuster entwickelt sich. Und ich habe alle Bullaugen nochmal geschwärzt, damit sie ein bisschen Tiefe gewinnen. Das ist mein Ergebnis nach diesen 7 Ausgaben. Und genauso wird es dann weiterlaufen.
Ja, und genau in der nächsten Ausgabe geht es auch schon mit einem großen Rumpfteil weiter, nämlich ein ganz großes Kielstück bekommen wir dann in Ausgabe 8 beim nächsten Mal, plus die zweite Spieltrommel, beziehungsweise den zweiten Ankerspiel, das zweite Ankerspiel, das Steuerbord-Ankerspiel, achso, das ist auch der Titel davon, von der nächsten Baufolge, genau, wird es dann beim nächsten Mal geben, plus ein neues großes Rumpfteil, und ich kann schon sagen, die Seitenteile davon werden auch nicht lange auf sich warten lassen. Ja, das war alles für heute. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr freuen. Kanalabo genauso, würde mich auch sehr freuen. Und dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn neue Videos auf diesem Kanal online gehen. Wird noch ein bisschen dauern, bis der Graf Zeppelin wiederkommt. Oder die Graf Zeppelin wiederkommt, muss ich mich schon dran gewöhnen. Aber ja, dauert noch ein bisschen, bis die nächste Monatslieferung kommt. Aber zwischenzeitlich gibt es genug zu gucken. Ich habe ganz viel Post hier. Ich habe das Finale vom Ecto noch hier liegen. Ich habe die Enterprise hier liegen. Ich habe die Hyuga hier liegen, die in den letzten Zügen ist. Ich habe noch die Akagi hier liegen. Das Puppenhaus ist schon wieder da und so weiter und so fort. Also Langeweile kommt nicht auf. Und die anderen Projekte werden wahrscheinlich auch demnächst wieder hier aufschlagen. So, Feierabend für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euch allen noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Weiterbauen eurer Projekte. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.